Durch den Einsatz ausdrucksstarker Leuchten ist es besonders gut möglich, schöne Lichtstimmungen im Raum zu schaffen. Und gerade bei so einem Projekt wie hier auf der Zeche Ewald konnten wir uns lichttechnisch besonders gut austoben. Im Ruhrgebiet findet man überall stillgelegte Bergwerke, die sogenannten Zechen. Wir hatten halt das Glück, so ein Objekt zu bekommen und auch unser Know-how hier zu entwickeln. Wir haben praktisch jetzt unseren Concept Store, wir haben den Beleuchtungsshop, eine Gastronomie. Licht war für uns das wichtigste Thema, um das Gebäude vernünftig auszuleuchten und unsere Produkte natürlich im Vordergrund zu stellen. Ganz besonders liegt der Fokus hier auf der Rumor-Serie, die gerade in diesem Industrielook hier extrem gut zur Geltung kommt. Die Deep als Einbauleuchte, blendfrei in dem Fall, schafft es auch hier in dem Raum Akzente zu setzen. Bei der Mirror war ein Vorteil, dass wir durch die Spiegeleffekte unsere Gastronomie widerspiegeln konnten. Gerade durch eine Serie wie Kork, die eigentlich nur eine kleine LED-Aufnahme ist, aber mit einem kleinen Kniff unterschiedliche Arten von Flaschen oder Gläsern halten kann, war es hier möglich, richtig so eine Art modernen Lüster zu kreieren. Neben dieser ganzen Inszenierung war für uns das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Nachhaltigkeit hat natürlich auch bei Wewe de Kree einen großen Stellenwert. Wir sind schon sehr früh umgestiegen auf plastikfreie Verpackungen. Dadurch vermeiden wir jährlich Unmengen von Plastikmüll auf den Baustellen. Warum ich mich für Wewe de Kree entschieden habe, war die Beratung, der Service, die Leuchten. Und im Endeffekt ist es auch eine Gefühlssache.